Yo, hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Aufgehört haben wir hier. Und wie man vielleicht sieht, ist, dass ich ein wenig die Texturen geändert habe. Anstatt dass ich jetzt das Herbstpack installiert habe, habe ich mir jetzt das, warte, wie heißt es nochmal? Royal irgendwie. Ich glaube, das ist einfach nur das ganz normale. Jetzt ist alles ein bisschen farbenfroher und so. Und nicht mehr alles so braun, also hellrot, so herbstfarbend halt. Ja, so sieht alles was freundlicher aus. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es schon angesprochen habe, aber ich wollte mir ein Laminat verlegen hier drin. Ich nenne es einfach Laminat, weil wenn ich Birkenholz hier auf den Boden mache, sieht das meiner Meinung nach sehr schön aus. Und von daher machen wir das gleich auch mal. Aber als erstes machen wir hier die Tür zu. Und als erstes. Ach, ist schon. Einfach. Gut. Habe ich wohl in meiner anderen Welt. Ja, habe ich in meiner anderen Welt schon umgestellt. Und das bleibt jetzt auch dabei. Und deswegen würde ich mal sagen, hatten wir unser Haus nicht ausgeleuchtet? Hatten wir doch. Hatten wir wohl nicht rundrum. Machen wir das mal erstmal. Also wir leuchten jetzt erstmal kurz unser kleines Bauernhöfchen hier aus. Ups. Das heißt, auf die Felder, auf die Ecken machen wir überall eine kleine Fackel. Und dann wird das schon. Wo habe ich die jetzt? Da habe ich die hingebaut. Hier sind unsere zwei kleinen schönen Schafe. Und wenn ich die Fackeln hier jetzt gesetzt habe, dann werde ich mir auch als allererstes, ja, dann werde ich als allererstes pennen gehen, nachdem ich dieses Skelett getötet habe natürlich, und Schweine suchen, damit ich ein bisschen Holz bekomme. Ja, die Monster haben auch eine andere Textur jetzt wieder. Warte mal kurz. Hups. Gut, dass ich das so schnell gemerkt habe. Ich habe nämlich gerade komischerweise keinen Sound gehört. Und da fangen wir auch schon an zu hungern. So. Hier noch und das müsste es gewesen sein. Ja, das war's. Okay. So, jetzt höre ich was. Kurz ein bisschen lauter gemacht. Gut, und bevor wir dann noch richtig verhungern, weil wir wirklich kein Fleisch haben, nur so ein verrottetes Fleisch vom Zombie, würde ich sagen, gehen wir jetzt pennen. Und am nächsten Tag holen wir uns dann mal ein bisschen Fleisch. Da waren gerade die Frames kurz weg. Ach, guck mal an. Hüp. Und wo kam der denn? Das war doch nicht der vor uns. Komisch. Gut, auf jeden Fall holen wir uns jetzt von ein paar. Ach, der tut uns nichts, wir haben ja Tag. Wollt mich gerade schon erschrecken. Da ist unser Haus. Gut, ich sollte es eigentlich wiederfinden. So, da kriegen wir eine schöne Hähnchenkeule. Ach, ganz viele. Mit einem Steinschwert nur einmal hauen? Wusste ich gar nicht. Hab gedacht öfters. Erschreckt mich dauernd vor den Endermännern. Haben wir eigentlich eine Schere dabei? Nö. Ah doch. Können wir uns ja mal aus Spaß ein bisschen Wolle mitnehmen. Auch wenn wir zu Hause bei unserem Bauernhöfchen eine Farm angefangen haben. Nur damit wir was zu tun haben. Bei der Suche auch nach Schweinen.
Gut, dass wir uns da diesen großen Erdturm gebaut haben. Den sieht man nämlich wirklich schon ein bisschen weiter. Komm, ich will eine Schweinfarm. Ich glaube auch, warte, ich habe nicht zufällig. Nein, ich habe keinen Weizen dabei. Ich glaube nicht, dass ich die Schweine, die ich finde, direkt töten werden würde. Ich glaube, wir haben ja jetzt erstmal. Ja, komm, warte mal. Wir haben jetzt 5 Hähnchenkeulen. Das ist ja schon mal was. Hier haben wir auch noch. Ach, oh. Wusste ich gar nicht. Gut. Da haben wir auch einen fertigen Weizen. Ja, ich weiß jetzt, wie die Texturen aussehen. Zack. Ups. Schmeißen wir mal den Setzling hier weg. Und den Apfel erstmal, den essen wir natürlich jetzt sofort. So. Zack, da haben wir auch wieder Leben voll und da ist der nächste Weizen auch schon fertig. Scheint ja langsam loszugehen hier. So, und da können wir uns auch schon den Samen wieder mitnehmen. Und jetzt haben wir. Denk, 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 denk. Ich bringe erstmal ein bisschen Zeug in die Kiste. Ja, das Ei kann da rein. Die Blätter können da erstmal rein. Sortieren wir hier auch mal. Holz tun wir hier hin. Verarbeitetes Holz kann da natürlich bei. Hier oben tun wir so Kleinzeug hin. Hier 26 Kohle werde ich mal mitnehmen. Vielleicht brauchen wir Fackeln. Wolle haben wir doch gerade auch geholt, oder nicht? Konnten wir die nicht aufheben, oder was? Naja, nicht so, nicht weiter schlimm. Ja, hier kommt oben halt das Kleinzeug hin. Sand können wir hier hin tun. Wolle hier hin. Steine tun wir hier hin. Das kommt zu den restlichen Items. Das kommt zu Holz. Da. Da. Und hier tun wir Glas hin. So. Okay, dann können wir das noch dahin tun. Die behalten wir erstmal. Das können wir hier hin tun. Ein bisschen Holz nehmen wir uns mit. Erde nehmen wir uns ein bisschen mit. Die kommen zu denen. Dann können die Pfeile hier noch hin. Die Knochen können dahin. Die Axt hier nehmen wir mit. Den Kies nehmen wir mit. Das kann mit zu denen. So. Den Eimer brauchen wir eigentlich auch erstmal nicht. Die Setzlinge brauchen wir auch nicht. Die nehmen wir mit. Ja, die 64 Erde können wir dann wohl wegtun, weil wir haben ja noch 39 hier für ein bisschen, falls wir was brauchen. Das nehme ich mal zur Not mit, falls wir nichts mehr zu essen haben. Ach, wir hatten die schwarze Wolle wohl mitgenommen. Ja, die kommt dann mit hier zur Wolle. So, dann ist erstmal grob geordnet. Später wird natürlich alles noch ordentlicher gemacht. So, hier sollte jetzt unsere Hähnchenkeulen sind fertig. Und dann können wir uns jetzt mal auf die Suche. Ne, können wir noch gar nicht. Tun wir noch gar nicht. Warte, wir bauen natürlich erst das Gehege für die. So. Und zack. Und zack, 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 zack. So, und der Rest passt nicht mehr. Dann haben wir genug Zäune und dann bauen wir uns nämlich jetzt erstmal das Gehege. So, wohin denn? Vielleicht machen wir es einfach. Die müssen ja nicht alle so akkurat gleich aussehen. Die müssen ja nicht alle genau viereckig sein. Ich persönlich finde es auch schön, wenn nicht alles genau gleich aussieht. Je nachdem, wobei Häuser und so sollten, also bei mir, ich versuche die schon möglichst symmetrisch zu bauen und so. Aber jetzt Felder und so, die können wir ja einfach mal so durcheinander ein bisschen anordnen. Was heißt durcheinander? Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. So. Gut. Hätten wir das und dann.
So, so, so. Nein. So. Das war schon falsch. Oder nee, ich glaube, hier lassen wir einen Weg rausgehen, oder? Ja. Mache ich das nur so. So, das ist dann hier unser kleines Schweinefeld. Ich mache mir einfach mal noch eine Schippe. Vielleicht finden wir ja ein bisschen Gravel oder so. Oder ich muss mir anmerken, das Deutsche zu nennen. Also Kies. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Weizen haben wir dabei und holen uns... Quatsch. Ich möchte natürlich, dass alles vorbereitet ist. Das heißt, wir bauen auch erstmal direkt das Tor rein. Das machen wir einfach mal direkt hier hin. Unsere Werkzeuge geben auch den Geist auf. Ups. So. So. Da ist schon wieder Weizen fertig. Den holen wir uns später ab. Und jetzt... suchen wir mal. Wir brauchen ja nur zwei Schweine eigentlich. Ich renne mal nicht so viel. Weil Rennen zieht ja auch ein bisschen Energie. Mann, hier müssen doch irgendwo Schweine sein. Haben wir eine Welt ohne Schweine oder was ist los? Boah, hier sieht es irgendwie so schön aus, ne? Ich finde das einfach nur eine Pracht. Ach, jetzt laufen uns die ganzen Schafe wieder hinterher. Ich tue das erstmal aus der Hand legen. Hier können wir später auch mal schön angeln gehen. Ja, da haben wir schon eine schöne Welt gesiedet. Ich hoffe, es wird nicht zu schnell Nacht jetzt. Wo steht denn die Sonne gerade? Hallo? Hallo? Geht die schon wieder unter oder wie? Was ist los? Ich finde gerade die Sonne nicht. Die ist bestimmt irgendwo hinter den Wolken. Und ich orientiere mich, wenn ich nach Hause will, immer an dieser Schlucht hier. Weil, wenn ich hier... auf der Seite vom Meer stehe, beziehungsweise großer See, ist genau da mein Haus. Mit ein bisschen Glück zeige ich sogar gerade drauf. So, hier werden wir auf jeden Fall auch noch was machen. Vielleicht ein Haus in die Felswand oder so. Aber, ach, die Sonne geht gerade unter, ja. Deswegen habe ich sie oben am Himmel wohl noch nicht gefunden. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt doch erstmal zurück. Pennen eine Runde und gehen dann wieder auf die Suche nach Schweinen. Wir müssen doch irgendwo zwei Schweine finden. Am besten noch mehr, dann nehmen wir uns nämlich zwei mit und den Rest können wir direkt schon abschlachten. Ich finde es auch gut, dass der See nicht so weit weg ist von unserem Haus. Wir können da einen schönen Weg durchziehen. Ein bisschen verwinkelt alles mit ein paar kleinen Waldhütten. Und dann wird das schon was. Gut. Dann gute Nacht. Gut, Monster dürften eigentlich noch nicht gespawnt gewesen sein. Warte, haben wir? Haben wir. Da ändere ich mal kurz was.